Zunächst hieß es, die Transporte gehen nach Polen in Arbeitslager. So wurde verbreitet durch die jüdische Gemeinde hier, wurde verbreitet, es geht in Arbeitslager. Und wir waren der Meinung, werden wir gut arbeiten, werden wir durchhalten können, werden wir durchkommen. Im Grunde genommen habe ich später gesagt, wie konnte man so etwas auch glauben damals? Was machen alte Menschen, die abgeholt wurden, am hellen Tage aus ihren Wohnhäusern? Niemand darf sagen, er wusste von nichts. Geschah es am hellen Tage, die Lastwagen mit unseren Menschen zusammengefasst, stehend auf den Lastwagen, fuhren am hellen Tag durch die Stadt. Es war also die Annahme, oder es wurde gesagt, verbreitet, es geht in Arbeitslager. Was machen kleine Kinder, Säuglinge, die abgeholt wurden, was machen die in Arbeitslager? In Polen, wo die Situation auf alle Fälle der jüdischen Bevölkerung, der sehr großen jüdischen Bevölkerung, immer eine sehr schlechte gewesen ist. Großes Proletariat immer gewesen ist. Was machen die da? Aber trotzdem wussten wir nicht, was wirklich geschieht. Das erfuhren wir auf zweierlei Weise. Das eine durch den BBC. Es gab Helfer, bei denen ich unterkam für eine Nacht, für zwei Nächte oder andere aus unserer Gruppe. Es gab Helfer in der Metzerstraße, Familie Wiener, die ließen mich Radio hören bei sich, was bei Strafe verboten war, ausländisches Radio, unter Decken. Ich saß am Tisch, der Detektorapparat damals mit Kopfhörern stand auf dem Tisch, dennoch war ich mit Decken zugedeckt, damit man ja nichts draußen hört. Dort hörte ich eines Tages einen Lokomotivführer, der Züge nach Auschwitz gebracht hat, es nicht mehr ertragen konnte, was er dort sah. Denn Sie wissen ja, dass sehr, sehr viele bereits als Leichen aus den Wagen geholt werden mussten bei der Ankunft. Er konnte es nicht mehr ertragen, er floh, es ist ihm gelungen. Und er sprach im BBC, ich weiß nicht wie, und berichtete von dem, was er dort gesehen hat. Das war das erste Mal, dass wir diese Wahrheit erfuhren. Aber das war nicht genug. Ich bekam bald darauf eine Postkarte meiner Schülerin Carla Wagenberg, die nach Auschwitz kam und dort ins Mädchenorchester, das bekannte Mädchenorchester von Auschwitz. Und Carla ist es gelungen, diesem 17-jährigen Mädchen damals, ist es gelungen, einem Wachsoldaten eine Postkarte nach Berlin mitzugeben. Eine Geburtstagskarte, sagte sie. Denn sie verzierte die Karte mit Blümchen. Die Karte kam auch an, wir hatten eine feste Adresse angegeben, rechtzeitig damals, wohin man schreiben, sich wenden, kommen kann, von einem Helfer, Helferin. Die Karte kam an. Und sie schrieb in dieser Karte alles Mögliche und schrieb dann den Satz: Es ist hier ganz erträglich, wenn nicht in der Nähe der Kamin wäre. Das Wort Kamin schrieb sie in hebräischen Buchstaben und ummalte das Kamin, das Wort, mit Blümchen, sodass es unlesbar für einen Fremden war. Für uns war das klar. Und wenn das noch nicht klar gewesen wäre, schrieb sie als Nachsatz: Herzliche Grüße, eure Carla. Die NB-Nachbemerkung, die meisten von uns sind schon bei Alfred. Ich hatte vorhin erwähnt, dass der Leiter der jüdischen Jugendhilfe, Alfred Selbiger,
in Sachsenhausen erschossen wurde. Das war der Satz, der uns völlig klar machte, was geschieht. Die meisten von uns sind schon bei Alfred. Gott sei Dank ist sie befreit worden und lebte später dann in Haifa, in Israel. Und ich habe ihr dort gesagt, wenn wir uns trafen, wie klug warst du, dass du das damals gemacht hast, diese Karte so zu schreiben.